Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Alexander von Pfiffl & Partner und ich möchte Ihnen heute etwas über das Thema Livestreaming erzählen. Livestreaming ist etwas, das uns nicht erst seit Corona intensiv beschäftigt. Natürlich mich als bzw. uns als Medienproduktionsfirma sowieso, aber vielleicht auch Sie als kleines oder mittelständisches Unternehmen, um über diese Technologie in regelmäßigen Abständen mit Kunden, aber auch mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern in Kontakt zu treten. Tatsächlich ist es so, dass wenn man an Livestreaming denkt, man meistens an große Veranstaltungen denkt, wo vielleicht in einem Saal 100, 150 oder wie in Corona gar keine Leute, sondern nur auf einer Bühne eine Handvoll stehen und ja, zu einem Publikum sprechen, das eben zum Teil vor Ort, aber zu einem Großteil eben auch online den Gesprochenen, den Gezeigten lauschen und zuschauen. Livestreaming ist aber vor allem auch interessant für kleine Veranstaltungen, vor allem auch für regelmäßig stattfindende Veranstaltungen, die man ja einem größeren, einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen möchte. Und genau dafür hat Pfiffl & Partner eine Dienstleistung geschaffen, die ich Ihnen heute präsentieren möchte. Bei unserem Livestream Simple Angebot handelt es sich um Kameras, die sehr dezent und platzsparend aufgebaut werden, auf einem Einbeinstativ oder auf einem Dreibein und darüber die volle Funktionalität eines ausgewachsenen Livestreams bieten können, aber mit dem Vorteil, dass sie so wie hier extrem leicht und mobil handgeführt werden können oder im Falle von einer stationären Aufstellung extrem platzsparend positioniert werden können. Ein großer Vorteil unseres Livestream Simple Angebots ist, dass diese Anlagen trotz ihrer dezenten Größe den gleichen Funktionsumfang liefern wie unsere ausgewachsenen Anlagen. Das bedeutet, ein Mehrkamera-Streaming ist möglich, das heißt mehrere Blickwinkel. Wie genau das funktioniert, zeige ich gleich her. Die Entgegennahme mehrerer Audiosignale, das heißt, es können mehrere Personen gleichzeitig sprechen und zwar mit pegelbarer Lautstärke. Die Aufzeichnung des Streams lokal für die spätere Verwendung sowie auch die Übertragung ins Netz mittels mehrkanaligen LTE-Netz. Das heißt, nicht nur ein LTE-Netz, sondern es können mehrere Verbindungen gleichzeitig genutzt werden über Kabelbündungen, das heißt bessere Übertragung, aber vor allem Ausfallsicherheit. Zum Thema Mehrkameraschnitt möchte ich dieses Teil hier noch ins Bild holen. Es ist, wie wir es nennen, eine Drohne, also eine Kamera auf einem Stativ, die vollkommen autark irgendwo platziert werden kann. Das kann entweder auf einem dezenten, leichten Dreibein sein, wie hier, aber in den meisten Fällen auf Friktionsarmen, die irgendwo an einer Säule, an irgendeinem bereits im Ort verfügbaren Gebäudeteil montiert werden und dementsprechend extrem dezent irgendwo platziert werden können und einen weiteren Blickwinkel auf die Geschehnisse ermöglichen, die dann wiederum von dem Bedienterminal live geswitcht, geschalten werden können. Ein weiterer wesentlicher Punkt unserer Drohnen ist, dass diese Geräte auch Ton in sehr guter Qualität aufnehmen können und auch an die Steuerung übertragen. Als konkretes Beispiel: Wenn diese Drohne zum Beispiel einen Blick ins Publikum ermöglicht und es in irgendeiner Form eine Art Zuruf aus dem lokalen Publikum gibt, dann ist es ideal, wenn hier der Ton aus dem Publikum mit übertragen wird. Also wenn da eine Frage kommt, die dann vielleicht ans Podium gestellt wird und. Da gibt es Unmengen an möglichen Szenarien, wo das praktisch ist. Aber wie gesagt, diese Anlagen können auch das verwirklichen. Eine weitere wesentliche Funktion, die wir an unsere Livestreaming-Setups stellen, ist die Wiedergabe von animierten Intros und Outros bzw. das Einspielen von Zuspielvideos, wie wir sie nennen, also Videosequenzen oder auch Bildsequenzen, die während eines Livestreams mit ins Bild geholt werden können. Zu guter Letzt sprechen wir noch über etwas ganz Wesentliches bei jedem Livestream, nämlich den Ton, der bei uns entweder über Handmikrofone wireless, also kabelungebunden, an die Zentrale geschickt werden kann, beziehungsweise auch über Lavalier-Mikrofone, also
Ansteckmikrofone, die man dann hier gemütlich am Revers befestigen kann, auch kabelungebunden übertragen werden können. Und zwar auch in mehrfacher Ausführung. Und damit sind wir am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen für das Thema Livestreaming interessieren, Ihnen ein paar Tipps geben und ein paar unserer Möglichkeiten genauer vorführen. Wenn Sie jetzt Lust haben, dieses Thema für Ihre Firma umzusetzen und ein konkretes Angebot dazu wünschen, freue ich mich natürlich, wenn Sie sich an uns wenden, an pfeffel-partner.at. Bis zum nächsten Video.